Herzlich willkommen zu einem meiner kurzen Selbstgespräche. Das Thema meines heutigen kurzen Selbstgespräches lautet: Wie finde ich mich endlich selbst? Wie finde ich mich endlich selbst? Eine Frage, die ich mir selbst natürlich viele Jahrzehnte meines Lebens gestellt habe und die mir seit vielen Jahren meiner Arbeit immer und immer wieder gestellt wird. Wie finde ich mich endlich selbst? Ich habe dieses Video zigmal in den letzten Tagen aufgenommen und aus irgendwelchen Gründen ist immer wieder das Video abgebrochen. Es wird seine Gründe gehabt haben. Hier heute also sachlich und kurz meine Antwort, meine Wahrheit auf eine der größten Fragen menschlichen Lebens: Wie finde ich mich endlich selbst? Wir müssten vielleicht zuerst kurz klarstellen, was ich mit diesem Satz meine, denn wir glauben zwar dasselbe zu meinen, wir verwechseln aber lediglich die Tatsache, dass wir die gleiche Sprache benutzen im deutschsprachigen Raum, die gleiche Sprache und die gleichen Worte und gleichen Termini benutzen. Wir verwechseln das damit, dass wir das Gleiche meinen. Menschen meinen mit ihren Worten, auch wenn sie die gleichen Worte benutzen, nicht das Gleiche. Was bedeutet denn für mich tatsächlich, wie finde ich mich endlich selbst? Meinen Hund habe ich schon gefunden. Was bedeutet für mich, wie finde ich mich endlich selbst? Für mich meint, wie finde ich mich endlich selbst? Wie finde ich Verbundenheit, Liebe, Lösung, Heilung, Trost, Wachstum, Fülle, Erfüllung, Sinn in mir selbst? Wie kann ich werden, was ich mir von dieser Welt wünsche, zu bekommen, was ich mir wünsche zu erfahren in dieser Welt? Wie kann ich tatsächlich, um es mit anderen Worten auszudrücken, zum Schöpfer werden und mein Opferbewusstsein erkennen und meine Identifikation mit dem Opfer in mir verlassen? Und ich habe nicht gesagt, dass nicht etwas in dir lebenslang sich für ein Opfer, also für abhängig, für bedürftig von der Energie der Entscheidung anderer halten kann. Etwas in dir darf lebenslang im Opferbewusstsein verbleiben. Ist er nicht hübsch? Schatz, Mogli. Aber du bist eben, wenn du in diesem Leben Mensch, der Mensch werden möchtest, der du tatsächlich bist, bist du eben kein Opfer. Du hast Opferidentifikation oder Identität in dir, bist aber ein Schöpfer. Also wie finde ich mich endlich selbst? Meint, wie kann ich die größte Sehnsucht menschlichen Lebens, das ist für jeden Menschen gleichermaßen Verbundenheit, sprich Liebe, mir in mir selber erfüllen? Und wie kann ich den größten Schmerz eines jeden menschlichen Lebens, die Identifikation mit der Illusion von Trennung, also mit der Identifikation von Angst, überwinden? Wie finde ich mich endlich selbst? Die Beantwortung dieser Frage ist allerdings nicht möglich identifiziert mit deinem Ego. Beziehungsweise wenn du die Beantwortung dieser Frage identifiziert mit deinem Ego suchst, wenn du die Antwort auf diese Frage identifiziert mit deinem Ego suchst, dein Ego, kurze, einfache Erklärung, ist die Identität in dir, die glaubt, wenn die äußeren Umstände meines Lebens, Finanzen, Schönheit, Anerkennung, Status, Liebe durch andere, Partnerschaft, Beziehung, wenn die äußeren Umstände meinen Erwartungen entsprechen, wenn außen alles schön ist, wenn ich tatsächlich liebevolle, demokratische, menschenfreundliche Regierungen habe, dann erst kann es mir gut gehen. Ich finde also die Lösung meiner Probleme nur im Außen. Dafür muss ich Masken und Rollen, Techniken, Strategien erlernen, damit das Außen mir mehr Verbundenheit und Liebe spiegelt, als ich in mir selber fühle. Also wenn du mit deinem Ego, der kindlichen Identität in dir, die nur ein einziges Ansinnen hat oder einen einzigen Lebensgrundsatz hat, nämlich den kindlichen Schmerz, und der größte kindliche Schmerz ist Ablehnung und Trennung, zu vermeiden. In deinem Ego identifiziert, suchst du die Antwort auf die vielleicht größte aller menschlichen Fragen, wie finde ich mich endlich selbst, annähernd immer im Außen. Noch mehr Seminare, noch mehr Bücher, noch mehr Anerkennung, noch mehr Status. Ich muss schöner, reicher, attraktiver, wichtiger, bedeutsamer werden. Dann erfahre ich das Gefühl von Verbundenheit durch die Reflexion der Liebe und Zuneigung, Anerkennung anderer. In deinem Ego identifiziert bist du ein unendlicher Seminartourist,
bist du der liebste Klient und Kunde all unserer Industrien, eingeschlossen der spirituellen Szene oder der Szene, die sich Coaching oder Persönlichkeitsentwicklung nennt. Kleine Information am Rande. Persona kommt aus dem griechischen Theater, habe ich schon zigmal gesagt. Sehr präzise kommt Persona, Persönlichkeit, aus dem griechischen Theater und meint Maske, Rolle. Persona ist der einfache Begriff für Maske und Rolle. Jeder Mensch, der dich begleitet in Persönlichkeitsentwicklung, der es selber so nennt, begleitet dich darin, neue Masken und Rollen zu erlernen. Also eine neue Rolle, eine neue Maske oder mehrere zu erlernen, mit denen du mehr Anerkennung der Gesellschaft, anderer, mehr Verbundenheit, mehr Beifall von Frauen, der Gesellschaft, Männern, anderen bekommst. Also in deinem Ego identifiziert, suchst du nach der Antwort, wie finde ich mich endlich selbst in anderen. Und das kostet unglaublich viel Zeit, unglaublich viel Geld, unglaublich viel Lebensenergie und ist ein Teil der Strecke, einen gewissen Teil der Strecke deines unbewussten Lebens, deines unbewussten menschlichen Lebens, deiner unbewussten menschlichen Lebenszeit normal. Die tatsächliche Antwort auf, wie findest du dich endlich selbst, ist allerdings eine, die nicht zu realisieren ist. Durch Bücher, durch Seminare, durch Mantras, durch Affirmationen, durch Subliminals, durch keinen Handaufleger, Kartenleser, kein Orakel, keinen Schamanen, durch keinen zweiten, nicht deine Dualseele, nicht deinen perfekten Partner, durch keinen zweiten ist es möglich, dass ein körperlich und geistig gesunder Mensch sich endlich selber findet, sprich Liebe, Verbundenheit, Lösung, Heilung, Heimat in sich selber findet. Durch keinen zweiten, für keinen Euro, für keine Millionen, durch nichts im Außen kannst du dich tatsächlich endlich selber finden. Die einzige Antwort lautet, betreibe Schattenreintegration, betreibe Angstreintegration, stelle dich in deine größte Angst, deine größte Dunkelheit, konfrontiere dich mit deinen größten Dämonen. Carl Gustav Jung als einer der ganz, 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 ganz wenigen klassischen Psychoanalytiker, die ich über alles schätze, inzwischen glaube ich auch seit bald, weiß ich nicht, 80, 90 Jahren tot, hat mal gesagt, Menschen werden nicht gesund, heilen nicht, finden nicht zu sich selber, indem sie sich Kugeln aus Licht vorstellen. Menschen werden gesund, heilen, finden zu sich selber, indem sie sich mit ihren Schatten konfrontieren. Und ein anderer wichtiger Satz von ihm lautet, Menschen werden die haarsträubendsten, irrsten, verrücktesten, wahnwitzigsten Dinge tun, nur um nicht ihren eigenen Schatten und Ängsten zu begegnen. Aber der einzige Weg, dich endlich selber zu finden, also Rettung, Heilung, Erlösung, zu fühlen, es geht ja nicht um Wissen oder Denken, das ist ja ein minimaler Teil des Weges, in dem die meisten Menschen stecken bleiben, noch mehr Wissen, noch mehr Denken, noch mehr Anstrengung, noch mehr dagegen, noch mehr Tun, und ich bin ein Freund von Tun, es ist aber nicht entscheidend, was du tust, sondern aus welcher Energie dein Tun kommt, aus Liebe, Angst oder Angstvermeidung. Also, zu dir selber finden, fühlen, wer du wirklich bist, dass du der lebendige Tempel Gottes bist, dass alles, wonach du suchst, in deinem eigenen offenen Herzen zu finden ist, dass die Lösung all deiner Probleme in deiner Verbindung, Rückverbindung mit Gott durch dein offenes Herz, also durch deine Rückverbindung mit diesem Augenblick jetzt zu finden ist. Das ist nur möglich, wenn du täglich diszipliniert, ein furchtbares Wort, das herausforderndste und anspruchsvollste Wort Martin Uhlemanns Lebens und gleichzeitig der Schlüssel, um meine größte Sehnsucht, nämlich Freiheit zu leben, das alles zu dir zu finden, wer du wirklich bist, in diesem Leben gefühlt, nicht gedacht, zu erkennen, wer du wirklich bist, ist nur durch einen Weg möglich, auf dem dich niemand begleiten kann, niemand. Kein Guru, kein Therapeut, kein Coach, niemand kann dich auf dem Weg der Schattenreintegration, auf dem Weg zu werden, wer du bist, ein erwachsen Liebender begleiten. Niemand. Genau gar niemand. Ganz im Gegenteil.
Diesen Weg kannst du nur alleine gehen, musst du alleine gehen, und dieser Weg braucht dein tägliches, diszipliniertes Annehmen. Viele Menschen verstehen dieses Wort nicht. Dein tägliches, diszipliniertes Berühren, dich öffnen, weich und widerstandslos werden, diesen Augenblick betreffend, das Jetzt. Und warum ist das so schwierig? Warum sind wir annähernd nie im Jetzt? Du warst mal bunt, wild, wunderbar, authentisch jetzt in diesem Augenblick, als du ein paar Monate oder Jahre alt warst, ohne Wissen um Ablehnung, Sanktionen, Schmerz, Trennung, Liebesentzug, und für dein Buntwild wunderbar anwesend, einfach nur für dein Sein, für dein Ich Bin in diesem Augenblick, hast du die furchtbarste Ablehnung dieses irdischen Lebens erfahren. Du hast mit deinen Wachsmalstiften die teure weiße Wand bemalt, die Küche umdekoriert, das Essen ausgespuckt. Du warst einfach nur du selbst. Die Windel war voll und juckte, die Tante war überparfümiert und du küsstest sie nicht. Du hast dein Ich Bin zum Ausdruck gebracht, und für dieses Jetzt hier Ich Bin, über nichts nachdenkend und keine Masken tragend, hast du traumatischste, tiefste Todesangst, dich fühlen lassende Ablehnung erfahren. Also wirst du in deinem Ego, das in diesen Erfahrungen geboren wurde, um dich zu retten und zu beschützen, vom Fühlen dieser furchtbaren, für ein Kind existenziell furchtbaren Trennung und Ablehnung, in deinem Ego wirst du alles tun, um deiner Begegnung mit diesem Augenblick auszuweichen oder deine Begegnung, Konfrontation mit dem Jetzt um jeden Preis zu vermeiden. Dein Ego versteht nicht eines der Worte, die ich spreche, und hasst zutiefst in Projektion mich und meine Arbeit. Du musst kein Geld ausgeben, du musst keine Bücher lesen, du musst an keinen Seminaren teilnehmen, du musst kein Seminarhopper oder Seminartourist sein, du musst keine Jahresmitgliedschaften abschließen, du darfst das alles tun, sehr gerne. Aber dich selbst zu finden, ist nicht im Außen, nicht in einem anderen, in keiner Technik, durch nichts anderes möglich als durch dein tägliches, diszipliniertes Zeitverbringen mit diesem Augenblick. Und was kommt da hoch? Die kleine Trauer oder die große Trauer? Wut, Zorn, Einsamkeit, deine Gedanken, ich bin es nicht wert, was soll der Scheiß hier? Wir können uns doch nicht diesem Augenblick einfach nur widerstandslos, herzoffen hingeben. Deine ganzen Ängste, Schattendämonen werden massiv bedrohlich fühlbar, wenn du jetzt hier still wirst, deine Augen schließt, alle äußeren Reize versuchst zu minimieren, dein Herz öffnest und diesen Augenblick wie dein eigenes Kind, völlig egal, was dieser Augenblick bringt, umarmst. Das ist, dich selbst zu finden. Täglich, keine Ahnung, zweimal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, diszipliniert wie Zähne putzen, Haare waschen, gut essen und trinken, schlafen, in die Natur gehen, eine neue Hygiene in dein Leben zu integrieren, die da lautet, ich werde still und nehme diesen Augenblick oder noch präziser das traurige, wütende, zornige, noch immer in mir traumatisierte Kind meiner Kindheit, jetzt hier in diesem Augenblick liebevoll, behütend, beschützend, herzoffen, erwartungslos in den Arm und halte es. Und das kann dein Ego nicht begreifen, dass Annahme und Liebe die Heilung deiner inneren Ängste, Schatten, Dämonen ist und damit die Auflösung deines Ego. Das darf dein Ego nicht begreifen, denn dein Ego ist unendliche Kontrolle und unendliche Sucht nach externer Heilung, Rettung, Erlösung. Auf der anderen Seite deine unendliche Angst vor externer Zerstörung. Corinna lässt grüßen. Der Gipfel der Ego-Entartung, jahrtausendelanger Herrschaft in Angstvermeidungskontrolle unserer aller Ego. Wir sind jetzt mitten drin. Und wenn du möchtest, dass sich diese Welt verändert, dass diese Welt heilt, dann kümmere dich weniger um den Wahnsinn im Ego, der aktuell in dieser Welt stattfindet. Kümmere dich um dein statt weiter angstvermeidend oder angstidentifiziert ins Außen zu schauen. Kümmere dich darum, täglich eine halbe Stunde deinen Blick oder 2x10 Minuten, setz dir erreichbare Ziele, vielleicht fängst du an mit 2x2 oder 3x3 Minuten, stell dir einen Wecker, setz dir erreichbare Ziele, die du erreichen kannst, täglich ein paar Minuten identifiziert mit dem verantwortlichen, annehmenden, haltenden, liebenden Erwachsenen jetzt. Und das ist übrigens der einzige Zeitpunkt, der lebenslang existiert. Alles andere ist ein Trickbetrug deines Egos. Es existiert kein Gestern und kein Morgen. Unser aller Morgen wird geboren aus unserer Energie, mit der wir identifiziert sind in diesem Augenblick. Bist du in diesem Augenblick gefühlt, innerlich,
Liebe? Bist du in diesem Augenblick gefühlt innerlich Ego-Angstvermeidung oder bist du in diesem Augenblick gefühlt innerlich Angst? Also hältst du dich für dein verwundetes Kind, ohne dass gerade existenzielle Bedrohung in deinem Leben herrscht, kein Säbelzahntiger oder ein Säbelzahntiger, ein Nashorn, ein Al-Qaida-Kämpfer mit gezückter Maschinenpistole vor dir steht. Diese Wahl musst du treffen in jedem Augenblick deines Lebens, wenn du erwachsen werden willst. Bin ich gerade identifiziert mit Liebe, Durchlässigkeit, Widerstandslosigkeit, Herzöffnung? Bin ich in diesem Augenblick identifiziert mit Kontrolle, Ego, Projektion, Kampf, Krieg, Urteil, der Retter ist im Außen, der Zerstörer ist im Außen? Oder bin ich einfach nur ein schlotterndes Bündel Angst? Diese Wahl musst du treffen. Und diese Wahl zu treffen gelingt dir leichter, wenn du ohne äußere Bedrohung dich täglich ein paar Minuten zurückziehst, alle äußeren Reizquellen ausschaltest. Ich empfehle sowieso in dieser Zeit, alle äußeren nicht existenziell notwendigen Reizquellen auszuschalten. Jedenfalls Reize betreffen, die deine Schwingung senken. Dazu gehören offizielle Medien. Denn deren Zweck ist nicht, dich zu informieren, sondern deine Schwingung zu senken. Tut mir ja leid. Deine größte Macht ist deine Schwingung. Wie finde ich mich selbst? Lässt sich beantworten darin, dass du Zeit mit diesem Augenblick, mit deinen Ängsten, Schatten, Dämonen, mit allem, was da in dir sich eng anfühlt, dunkel anfühlt, kalt anfühlt, ohnmächtig anfühlt, mit deinen inneren Kindern, deinem inneren Kind, deinem inneren Kindergarten, als auch deinem Ego verbringst, ohne dich für deine inneren Kinder, dein Ego zu halten. Deine Begegnung diszipliniert jeden Tag. Und ja, ich würde heute sagen, bis zum letzten Augenblick deines Lebens. Du stehst ja auch nicht morgens auf und denkst, ich habe jetzt seit 50 Jahren mir die Zähne geputzt, ich habe die Faxen dicke, die sind schon, fühlen sich schon wieder dreckig an, ich mache das nicht mehr. Ich behaupte, dass die Hygiene des täglich Stillwerdens, Augenschließens, aller äußeren Reize minimierend und die eigenen kindlichen Ängste liebevoll annehmen, eine existenziell notwendige Hygiene für den Fortbestand unserer Rasse und dieses Planeten ist. Und das müssen wir nicht anderen erzählen, das müssen wir vorleben. Und wenn andere fragen, warum wir immer ausgeglichener in irren Zeiten, ruhiger, entspannter, leuchtender werden, dürfen wir ihnen gerne sagen, was wir tun. Oder du entscheidest dich beruflich, Menschenbegleiter zu werden, aber auch dann solltest du dich bitte nicht darin verlieren, andere zu retten und selber nicht in dein Leben zu integrieren und selber nicht zu tun, was du andere lehrst. Denn keiner deiner Klienten ist in der Lage, weiterzugehen, als du es selber als Menschenbegleiter gegangen bist. Andersherum gesagt, du kannst niemanden weiter begleiten, als du selbst gegangen bist. Mowgli ist kalt. Wir sind soweit am Ende. Wie finde ich zu mir selbst, ist deine tägliche Begegnung mit dir, und zwar mit dem, was du nicht an dir selbst liebenswert findest und was du nicht fühlen willst, was du um jeden Preis versuchst abzugrenzen, zu vergraben, zu verbuddeln, was du nicht fühlen willst. Zeit jeden Tag mit der Angst, der Trauer, der Wut, dem Zorn, der Sehnsucht, dem Urteil, der Ohnmacht, der Schuld, all deinen engen Gefühlen zu verbringen, ohne dich für sie zu halten, ist der Weg dahin, dich selbst zu finden. Der Haken an der Sache ist, erwarte keine Veränderung. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht massiv was verändern wird. Erwarte keine Veränderung. Liebe erwartet nämlich nichts, aber bekommt alles. Wenn du Begleitung möchtest auf deinem Weg zurück zu dir, findest du mich auf meiner Website www.martinuhlemann.de. 15 Minuten eines gemeinsamen Gespräches sind nach wie vor kostenfrei. Jetzt Mitte Dezember, ich glaube um den 18. Dezember herum, gibt es eine Ausbildung zum Liebenden in Borgsdorf bei Berlin. Dort gibt es noch 3 Plätze. Ausbildung zum Liebenden in Borgsdorf bei Berlin. Schau auf www.martinuhlemann.de, ob das oder eines meiner Coaching-Pakete etwas für dich ist. Nach wie vor kannst du aber auch einfach ein 15-minütiges kostenfreies Gespräch mit mir vereinbaren über meine Assistenz. Schreibe eine Mail an martinuhlemann-coaching@gmx.de, martinuhlemann-coaching@gmx.de. Vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen. Alles, was in diesem Leben zu dir gehört, findest du hinter deiner Identifikation mit deiner Angst. Der Weg in das Leben, das zu dir gehört, führt einzig und allein mittendurch deine Angst. Ich darf dir das sagen, weil ich mal eine
faule Sau war und alle anderen Wege ausprobiert habe und keiner hat funktioniert. Wer geht schon gerne freiwillig den Weg durch seine größten Ängste? Dafür ist Dunkelheit, dafür ist diese Zeit nötig, denn in Zeiten der Dunkelheit wird neues Licht, werden neue Lichter, wird die Liebe geboren. In diesem Sinne vielen Dank, alles Liebe, einen schönen zweiten Advent. Den haben wir nämlich heute. Ne Mogli? Wir gehen weiter. Tschüss.